Hallo und herzlich willkommen bei ARK. Und jetzt nicht wundern, das ist jetzt zwar quasi eine neue Season, allerdings kommen hier tatsächlich nur Videos, wenn ich irgendwie Bock habe oder überhaupt Zeit hatte, das zu machen. Und aktuell über die Feiertage habe ich ein bisschen ARK gespielt. Ich bin hier unterwegs auf einem Server und ich zeige euch gleich mal im Endeffekt, was ich gebaut habe. Einen Moment. Ich habe ein Feuer gebaut. Dann habe ich hier dieses wunderschicke Haus... wunderschicke? Nein. Wunderhübsche Haus gebaut. Wie man hier sehen kann. Gehen wir auch mal rein. Da steht dann schon Schrank, Kiste, Bettchen, Mörser. Hier die Werkbank und da gehen wir gleich mal hin. Denn ich habe vorhin ein Kanu gezähmt. Und jetzt habe ich die ganzen Materialien zusammengesammelt, damit ich ihm so einen schicken Sattel verpassen kann. Und das machen wir jetzt nämlich gleich. Wir werden ihm den Sattel drauf klatschen auf seinen Rücken. Und dann gucken wir mal. So. Da machen wir lieber mal wieder zu. Ach ja, ich habe hier auch mittlerweile einen Akylo, mit dem gehe ich dann natürlich immer so ein bisschen Steine und Metall farmen. Und wir gucken hier nochmal rein. Hier sollte mittlerweile alles fertig geworden sein. Ist es auch. Alles gut. So. Dann werde ich dich gleich wieder parken. Denn wir werden mit dem Kanu dann losdüsen. Guck mal her. So, Schnecke, lauf mal ein bisschen schneller. Und dann suchen wir uns dann wie so ein paar schicke Tiere, die wir futtern können. Das wird ein Spaß. Wir müssen nur aufpassen. Also hier sind auch ein paar höherlevelige dabei und ich will den Kanu nicht sofort schrotten. Scheiße. Wieso stecke ich hier fest? Nee. Was ist denn das für eine Kacke hier? Komm mal her da. Ach, du steckst auch fest. Deshalb stecke ich fest. So. Jetzt ist es aber hoffentlich besser. Burn. Nee, natürlich noch immer nicht. Dann machen wir hier nochmal schnell. Nein, ich will nicht den Kano irgendwas dran tun. Ich will hier das Zeug ein... Mann! Das ist wieder super. Vorführeffekt. So. Jetzt würfeln wir das nochmal, dann gehen wir hier hin. Das Handsymbol. Das ist gut. So, jetzt haben wir das weggemacht. Und ich hoffe, dass wir jetzt dann vernünftig anpacken können. Nein! Es liegt am Schwanz des Kanus. Ja, Mist. Komm mal mit. Komm mal mit, lieber Kanu. Beweg dich mal. Ah. So, und jetzt bleib hier stehen und du... Dich stecken wir da irgendwie hinten in die Ecke. Und bam. Da müssen wir nochmal nachsehen, was hast du eigentlich mittlerweile noch drin? Du hast noch Steine drin, das heißt, wir könnten eigentlich hier nochmal versuchen, ein paar Wände zu bauen. Achso, das ist übrigens das Gehege. Wie ihr sehen könnt, ich habe hier schon ein paar Tiere gefangen. Unter anderem auch hier dieser Argentavis. Nein, bleib mal da stehen. Ich habe doch gesagt, du sollst... Habe ich das nicht gesagt? So, Disable Following. Genau, bleib mal hier schön stehen. Das hier ist mein Bodyguard, Dr. Spitz. Der hat schon so einiges plattgewalzt. Und wie ihr hier sehen könnt, ich habe dem relativ viel Health und auch Damage gegeben. Also der macht schon mal gut Schaden, sage ich euch. Allerdings bin ich gespannt, wie es dann jetzt hier mit dem Kanu wird. Denn der wird, glaube ich, ein richtiger Killer. Und es sieht so aus, als wären wir... Oh, wir hätten ein neues Level. Wir geben ihm gleich nochmal ein bisschen Health. Denn wir werden ja jetzt mit ihm losziehen. Und ein paar Tiere verprügeln und nochmal fett leveln. Und ich glaube, da kann er das recht gut gebrauchen. Dass er einfach mal so ein bisschen mehr aushält. Und haben wir jetzt den Sattel dabei? Den haben wir dabei. Dann drauf hier. Und dann gehen wir da mal auf ihn drauf. So. Eigentlich würde ich am liebsten den Argentavis auch noch mitnehmen. Weil zu zweit, glaube ich, machen die ordentlich Damage. Und wir können nochmal schauen. Oh, der ist auch gelevelt. Was braucht der denn? Ich glaube, dem geben wir auch noch ein bisschen Gesundheit. Also die werde ich beide so als Kämpfer trainieren. Das heißt, die kriegen recht viel Gesundheit und natürlich auch Schaden. Im Moment haben sie noch nicht so viel Schaden. Aber das ist ja Wurst. So, du kommst jetzt einfach mal mit. Genau, dann gehe ich einfach mal mit euch beiden so ein bisschen jagen. Dann dürfen wir natürlich jetzt nicht vergessen, hier das Tor zu schließen. Haben wir genügend zu essen dabei? Kleiner Blick ins Inventar.
Das können wir eigentlich gleich mal droppen. Das brauche ich ja sowieso nie. Ja, doch, das passt. Die Narcoberry werde ich jetzt auch nicht brauchen. Und den Samen können wir auch mal wegschmeißen. Amarbeeren habe ich noch ein paar. Die könnte ich eigentlich gleich mal essen. Und dann würde ich sagen, düsen wir los. Oh, wir könnten vielleicht nochmal schauen, ob wir dem so eine Brille aufsetzen können. Geht das? Nee. Wieso geht das denn nicht? Und bei mir kann ich mir das hier aufsetzen, den Hut, ja. Das geht. Sehr mysteriös, das Ganze. Okay. Und jetzt wird es natürlich auch noch Nacht. Hallo? Hallo? Dann komm mal. Wir werden erstmal den hier vernaschen. Na? Komm schon, greif ihn an. Ne. Dum, 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 dum. So. Alter, der hält aber viel aus. Krass. Ich glaube, wir können jetzt nochmal hier so rumstochern und dann nimmt er das ganze Zeug sowieso mit. Ah! Es funktioniert. So, denn weiter. Und dem könnten wir eigentlich glatt nochmal so einen neuen Befehl geben. Hm? Läuft denn hier rum? Und uns ist kalt, das ist natürlich scheiße. Ne, komm. Gott, der braucht dringend mehr Schaden. Der macht ja hier kaum was platt. Sehr gut. Dann gucken wir mal nach, was wir ihm jetzt geben. Also, er bräuchte mehr Schaden. Auf alle Fälle. Das ist schon mal besser. Ui, und er ist unglaublich schnell. Finde ich jetzt schon nicht schlecht. Jetzt muss natürlich auch noch Nacht sein, das ist kacke. Ich mache mal extra für euch das Licht ein bisschen an. Und wir greifen den jetzt einfach an. Scheiße. Der hält aber ganz schön was aus. Wow. Wie geht's unserem Agentaris? Bleib doch mal stehen, du Nase. Okay, die geht's also noch gut. Boah. Er hat ganz schön Schaden gemacht, wie ich finde. So. Die könnten wir eigentlich auch noch schnell essen. Gott, wieso halten die denn alle so viel aus? Na komm. Und ich weiß nicht, ob wir jetzt mal nachsehen sollten. Und unserem geliebten Agendaris vielleicht auch noch irgendwie so ein bisschen. Komm mal her, Agendaris. Ich möchte dir etwas geben. Du kriegst auch noch mal ein bisschen Fleisch. Und bist du mittlerweile gelevelt? Aber noch immer nicht. Das ist natürlich Mist. Dann gucken wir uns nochmal um. Ich habe hier irgendwo nämlich eine Schildkröte gesehen. Mit der könnten wir uns auch noch so ein bisschen beefen. Die ist ja nicht schlimm. So. Die hält halt nur kacke viel aus, ne? Oh,
Oh ja. Na, das läuft doch. So, jetzt bin ich gespannt, ob wir dann da auch... Ja, da kriegen wir auch tatsächlich Keratin, wenn wir das mit ihm einsammeln. Das wusste ich so nicht. Oh. Ja, jetzt hat er wieder gepupt, oder was? Natürlich. Gucken wir mal, den Parasaurus können wir auch noch wegsnacken. Oh, der war jetzt nur Level 4. Das bringt jetzt also wenig. Jo. Dann gucken wir mal. Ja, es sind aktuell irgendwie die Festtage und dann gibt es so einen Raptor-Klaus. Jetzt frag mich aber bitte nicht, was der macht und tut. Ich habe den noch nicht gesehen und ich habe die Vermutung, ich will den eigentlich auch gar nicht sehen. So, da hätten wir noch so ein Viechchen. Ne, komm, bleib da. No. Jetzt haut er uns ab. Bleib doch mal hier. Ja, der braucht definitiv noch mehr Schaden hier. Warum haben wir den jetzt in Argentavis gelassen? Hängt da irgendwo in den Bäumen fest oder was? Ah ja, natürlich. Na, guck mal mit. Guck mal da lang. Hier kommst du wieder raus, oder? Ja. Sehr gut. So, wir sollten ihm mal ganz kurz eine Pause gönnen. Und uns im Übrigen auch. Wir werden uns ein paar Bieren reinhauen. Und dann sind wir wieder schick dabei. Er hat sich hoffentlich bis dahin wieder erholt. Boah. Bei ihm sieht's gut aus. Ich würde halt gerne noch irgendwas killen, was uns Fettpunkte bringt. Und wir dürfen nicht vergessen, wo wir herkommen. Nicht, dass ich mich wieder verirre, das ist mir gestern passiert. Dann war ich anderthalb Stunden unterwegs, um wieder zurückzufinden zur eigentlichen Basis. Das war Kacke, sage ich euch. Ich hoffe, die leveln bald mal. Na? Wir töten echt alles und es klappt nicht so gut mit dem Level, wie ich finde. Ich habe mir das irgendwie vorgestellt, dass es schneller geht. Die sind ja nicht hoch. Ich meine, schaut mal, der ist gerade mal Level 22. Bergentavis ist Level 19, also... Nee, mit dem lege ich mich jetzt lieber nicht an. Wobei, der hat sich gerade erst geprügelt. Wir probieren das einfach mal. Hm. Und an dem werden wir auch noch rumsnacken. Wir können eigentlich mal gucken, was wir mittlerweile... Ach du Schande. Ich würde sagen, wir haben aktuell keine Fleischprobleme. So, jetzt müssen wir einmal aufpassen. Bei ihm bin ich mir nicht sicher, welches Level er hat. Wir gucken lieber erstmal nach. Level 8 können wir machen. So ein Level 8er, den haben wir wahrscheinlich schnell weggesnackt. Genau. So, läuft hier sonst noch irgendwo was rum, was wir töten könnten? Hm. Okay. Keine Dinos? Was soll denn jetzt der Scheiß?
Haben wir eben gerade den ganzen Strand leer gemacht? Das kann doch nicht sein. Ich sehe aber wirklich nichts mehr. Oh, er ist gelevelt. Ne, komm mal her. Komm mal her, Nase. Komm mal zu mir. So, du kriegst jetzt einfach noch mal ein bisschen mehr Speed. Also der kriegt Stamina, Speed und Schaden. Und der hier ist, glaube ich, schon eigentlich schnell genug. Den geben wir jetzt erstmal nur noch Schaden. Ich hoffe, dass halt noch irgendwas rumläuft, was wir halt erledigen können. Ja, der Akendavis kommt hinterher, dann passt es doch. Ja, aber hier lebt irgendwie nirgends was. Ja gut, dann machen wir uns wieder zurück auf den Rückweg. Und werden dann einfach mal gucken, ob wir dann noch irgendwie was auftun können. Ich hoffe es ja schon. Oh, da ist nochmal was. Wird aber wohl wahrscheinlich ins Meer gehen. Nee, halt. Und er ist gelevelt. Er bekommt von uns natürlich wieder mehr Schaden. So, kommt der Agent Harvest mit? Yep. Ich habe da halt immer Angst, dass der irgendwo hängen bleibt. So, sehe ich da noch was? Ja, da hinten ist ein Flugsaurier. Mit dem müssen wir uns jetzt aber nicht anlegen. Der haut ja sowieso wieder ab. Nochmal Flugsaurier und da hinten sind zwei Parasaurus. Dann töten wir eben die noch schnell. Ja, und schnell trifft es mittlerweile schon ganz gut. Geht recht zügig, so wie es aussieht im Moment. So. Da sind, glaube ich, noch zwei. Und du nicht wegrennen. Kannst du aber sowas von knicken. So. Habe ich hier nicht noch irgendwas hängen sehen? Genau, da hängt auch noch so ein komisches Karibu-Viech. Bleib da. Jetzt sind wir zu erschöpft, um hinterherzukommen. Shit. Gut, dann entspann dich mal. Entspann dich. Komm wieder runter. Wir probieren es gleich weiter. Da hinten läuft halt noch was Größeres rum, oder? Nee, das war auch nur... Ah doch, da läuft doch was. Hier. So, den hätten wir. Dich will ich auch noch haben. Ja, war jetzt hier nicht noch irgendwo was mit drei Hörnern oder so? Offensichtlich nicht. Aber hier haben wir nochmal ein Parasaurus. Ich weiß, die können nichts führen, die sind auch voll cool. Ich mag die auch. Aber wir müssen ja irgendwie gucken, dass wir leveln. Und ein Dodo. Das ist natürlich eine wichtige Herausforderung. Was? Der musste zweimal hinbeißen, da siehst du schon, dass der ein niedrigleveliger Kano ist. Aber ganz ehrlich, ich konnte keinen anderen fangen. Von daher blieb mir gar nichts anderes übrig, außer auch
kleinen gammeligen Tieren hier irgendwie rumzu machen. Nee, das klingt jetzt so falsch. Oh, was für ein Level hast du? Trike 76, das könnte ein böser Kampf werden, aber wir werden den einfach mal aufnehmen. Einfach in der Hoffnung, dass wir den einfach gnadenlos wegbetteln. Immerhin haben wir ja zwei Tiere, mit denen wir auf ihn draufgehen. Ja. Oh ja. Oh, ich sollte schnell was essen. Wir hauen mal ganz schnell hier die ganzen Beeren rein. Dann sind wir hoffentlich wieder gut dabei. Und ich nehme auch nochmal einen kleinen Schluck Wasser. Ah, so. Läuft hier sonst noch irgendwas rum? Nee. Wir scheinen hier echt alles gekillt zu haben. Das stimmt nicht. Da hinten ist noch was. Den hauen wir auch noch schnell weg. Wow. Moment, können wir noch eine neue bauen? Natürlich nicht. Aber das ist sowieso egal. Wir werden die Folge an dieser Stelle dann gleich beenden. Wir reiten nochmal schnell zurück. Oh nein, wir reiten noch nicht zurück. Wir werden uns noch einen kurzen Moment ausruhen. Damit hier die ganzen Charaktere... Was liegt denn hier? Schwebt das da einfach so in der Luft? Da schwebt Gras einfach nur so in der Luft. So, wir werden uns nämlich nochmal mit dem hier battlen. Das wird ein epischer Battle. Und dann gucken wir mal. Na? Was ist jetzt los? Hat der Server geleckt oder was? Wow. Das ist ja voll die Killer-Crew, die hier abgeht. Ja, ich denke mal, das war's. Und dann würde ich sagen, in der nächsten Folge gehen wir dann vielleicht mal etwas weiter landeinwärts. Da gibt es nämlich noch viele fiese Viecher. Und dann widmen wir uns denen. Ich bin auf alle Fälle schon mal sehr zufrieden. So, da packen wir dich hier ein. Rückwärts packen. Ja. Bleib mal da. Bleib mal da, bleib mal da, bleib mal da. Jetzt land bitte nicht direkt vor dem, vor der Tür. Sehr schön. Lande hier, lande hier. Hast du brav gemacht. So, was geben wir ihm denn jetzt? Health war relativ schnell angeknackst. Movement Speed und Weight. Ich glaube mir mehr Melee Damage. Immer mehr Schaden, das ist immer gut und ja. Dann denke ich, passt das und ich bin gespannt, wie lange brauchen wir eigentlich noch? Wir brauchen selbst schon noch ein bisschen, bis wir es dann endlich auf 55 geschafft haben. Und sobald wir aber auf 55 sind, können wir auch einen Sattel bauen für diesen Argentavis und dann werden wir auf alle Fälle mal so ein bisschen über die Insel fliegen und noch Sachen erkunden. Da bin ich schon richtig gespannt. Gut, ich bedanke mich fürs Zusehen, ich wünsche euch was und bis zum nächsten Mal. Ciao.